Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf dem Arsch. Wir fahren jetzt zum Hof. Und dann werden wir uns ein Fahrzeug schnappen und die Stumpen fräsen. Da werden wir in aller Ruhe im nächsten Holz arbeiten durchführen können. Und dann schon mal Sägewerk bedienen mit Holz. Da bin ich dann alles entsprechend. Ach, nee, Planänderung. Hackknetze. Wir werden jetzt noch Stroh und Heu zur Pelletsfabrik fahren. Nicht, dass eine Meldung kommt hier, hohe Nachfrage nach Pellets, weil er so kalt geworden ist und wir nichts haben. Ne? Wir haben zwar schon was hingefahren, aber das wird nicht reichen. Wir fahren noch mal zwei Fuhren hin. Die haben gerade die großen Hänger dran. Werden wir mal Stroh fahren und dann eher Pellets. Sei denn, es wäre voll, dann wäre es ungünstig, aber gut. Ich gehe davon aus, dass es nicht voll ist. Fahren wir mal zum Strohlager und dann holen wir den Stroh. So, da haben wir, denke ich mal, genug. Und zur Not holen wir vom Marsch, ne? Von Thüringen. Aber ich denke mal, wird ein Knobel sein. Aber da kriegen wir garantiert viel Stroh. Also da ist ja die Ernte mehr oder weniger, ja, entweder nächstes Wochenende oder die Woche drauf. Und da habe ich Urlaub. Aber ich werde versuchen, die Folgen vorzuproduzieren. Die Folgen kommen. Livestream wird dann einmal ausfallen. Ein Freitag wird ausfallen. Aber das ist aber erst Ende August, Anfang August. Also nicht nächsten Freitag, nicht der jetzt kommt, übernächsten Freitag, ich glaube 7. August, da werde ich nicht da sein, nicht hier zu Hause. Oh, es regnet draußen. Ich müsste mal Dachterrasse wissen, das Gras wegnehmen oder so Stein wächst. So regnet ja, dass es sogar grün wird, ne? Die Produktion muss laufen, sag mal so, ne? Ach, mein Maisfeld, da wird auch, naja, spätestens einen halben Winter weg sein. Also das ist, glaube ich, schon weg. Das ist nichts geworden. Das ist, wenn es jetzt theoretisch, ja, kein Frost gewesen wäre an sich, könnte man sagen, man könnte zumindest, wenn es, es lässt sich ja nicht häckseln, ist ja nicht möglich in der Größe. Aber so könnte man das theoretisch mit einem, also in reell hat man gesagt, okay, man nimmt halt Grasmäher und macht daraus zumindest abmähen und dann auch schwatten, ne? Aber nee, das funktioniert so nicht. Ich habe zu spät ausgepflanzt, beziehungsweise mit den ganzen Geomod-Wechsel kam man total durcheinander. Aber dieses Jahr sollte es all gut klappen. Ja, ich bin vorbeigefahren. Da müssen wir mal kurz improvisieren. Da fahren wir oben lang. Nee. Die müssen nämlich hier da rein. Fahren von oben ran. Da ist ja der Lok drin oder Waggon, keine Ahnung. Das ist ja neben Sägewerk. Das andere ist ja die Papierfabrik. Man kann zwar auch Papier herstellen aus Stroh, also mal zumischen, wäre sicherlich möglich. Gibt ja einige, die haben aus Gras was entwickelt. Was ich auch persönlich nicht gut finde, wenn man aus Gras Papier herstellen würde. Also die importieren schon so, ja, und so ein Zeug alles von Amerika und Brasilien, ne? Dann wird gehalten, ne? Jetzt noch Gras Papier herstellen, das finde ich, naja, ich sag mal, den Kühen lieber Gras gehen, ne? Den Tieren. So. Statt hier, wo es ein Nahrungsmittel für Tiere
So viel ist gar nicht da, ne? 4% mit Hackschütze. Also Stroh wird schon mehr. Heu ist alle. Wahnsinn. Aber wir können nicht alle Stroh reingeben, ne? Das geht nicht. Ungünstig. Ein bisschen. Ich mach gerade Auge zu, ich überlege gerade. Wenn man da jetzt viel Stroh ernten, wenn ich einen Outlife-Kurs machen würde, vom globalen Markt hierher, und dann könnte man da mit einem kleinen Traktor, in Anführungszeichen, und normalen Anhänger ständig fahren lassen. Denn da haben wir auch noch viel Heu, ne? Eigentlich zu viel Heu. Denn wenn ich da umziehe, das kriege ich gar nicht verarbeitet. Müsste ich da mal nächstes Mal ein bisschen reinfahren. Dann könnte ich hier entsprechend produzieren. Pellets. Salatfrüchte gehen ja schon mal rein. Sollen wir auch schon andere Früchte reingehen? Habe ich gesehen. Aber das ist für mich erstmal nicht so wichtig. Für mich wäre wichtig, dass meine Standardfrüchte funktionieren. Wie Heu zum Beispiel. Also ich bin gut beschäftigt, ne? Ja, die eigenen Felder sind gut. 5 wollte ich kaufen noch dazu. Die 7, die 8, die 9, die 10, die 11 immer nicht. Ist mir zu klein. Dass ich diese Ecke immer habe, ne? Dann noch eine 16 kaufen, dann werde ich einfach erstmal gekauft, ne? Die 54 aus der Reihe, die 44, 36 zum Beispiel, ist ja schon mal so vierfach. Brückenbau wollte ich irgendwann mal anfangen. Ja, und dann hier mal schauen. Als nächstes mal die größeren Felder wie 46 zum Beispiel nehmen. 47, dass man hier diese Ecke immer hinkriegt, ne? Dann kann man im Prinzip von Feld zu Feld fahren mit der ganzen Chose, mit der Aussaat. Dann liegt das alles auf einer Strecke, kann man sagen, ne? Genauso mit der Ernte, dann fährst du halt von einem Feld zum nächsten Feld, ne? Und musst dann nicht wieder zum Hof zurück. Dann kann man auch zur Not noch vor Ort reparieren, kann man irgendwo diesen Anhänger kaufen. Dann reparierst du halt vor Ort und dann ist das, kannst die Ernte voll durchziehen, ne? Was sagt alles der Wetterbericht? Kriegen wir noch Schnee? So, Ställe sind gut versorgt. 58, das sind alle Muttertiere. Das ist. So, Wetterbericht. Zum Glück sagt er mal keinen Schnee an. Obwohl das eigentlich nichts sagen muss, ne? Aber hier. Gut, Regen und Frühjahr ist gut. Sagt man so. Heu. Und so könnte man hier theoretisch Heu da reinkippen, hier rausnehmen und dann nachher bei Bedarf auch da entsprechend hier leicht Mischfutter reinkippen. Und wir haben die Tiere dann in Thüringen versorgt, ne? Wenn wir umgezogen sind. Fahren wir jetzt hier lang. Das sind neue Möglichkeiten, ne? Und mal schauen, dass wir irgendwann mal hier das wissen. Malen, ne? Dann können wir gleich noch eine Fuhre Stroh reinfahren, das geht ja was weg ohne Ende. War ja wieder leer. Da muss ein Loch sein im Boden. Auf geht's! So. Geht auch Heu rein.
Die Zahlen für Heu bis mehr, obwohl es eigentlich nicht logisch ist, ne? Obwohl, wie gesagt, Heu ist, enthält ja auch Samen und so Zeug, ne? Und Stroh ist ja eigentlich ohne Körner, ne? Die meiste Energie steckt ja im Samen, ne? Von daher ist Heu ein bisschen teurer, logisch, weil der Brennwert höher wäre, ne? Ein Samen ist ja auch Fett enthalten und ein bisschen Stärke, also richtig konzentriert, also von daher ist das schon logisch. Und Stroh ist ja nur, ja, Stroh, ne? So, einmal Heu noch, Stroh, nochmal Heu. Da wird am spätesten Ende Winter nochmal richtig was verkaufen, ne? Wie ist eigentlich der Preis für Pellets? Deswegen machen es ja, ne? Bretter. Oh, das gießt draußen. Vor einem Jahr war es so trocken, jetzt ist es nass. Holzstamm, da gibt's, kann man nicht verkaufen. Nur für Sägewerk wäre eine Option. Würde uns viel Arbeit ersparen. Aber wiederum. So. Stroh kostet aktuell beim Verkauf 1100 und Heu 1005. Oder 1004. Aktuell. Naja, hoffe, dass der Preis hier ein bisschen anzieht, ne? Also im Winter sollte eigentlich teurer werden, ne? Und nicht fallen. Wir haben ja Frost. Da muss er eigentlich teurer werden. Und dann können wir ein bisschen noch verkaufen. Stumpenfräsen noch. Oh, viel Arbeit. So, Stroh haben wir gerade gemacht, ne? Oder Heu. Das war Heu. Das ist Heu. Start. Heu. Das ist der berühmte Kalklufttropfen, den wir aktuell haben. Wenn ich heute gesehen habe, was er sagen könnte, was kommen könnte, die drei Möglichkeiten bis hin zum Hochwasser, ne? Also Extremfall, ne? Das trifft meistens zu, weil er das schon mal gesagt hatte, und kam da nicht so. Dass in Mitteleuropa so ein Tief entsteht, ne? Also dass dann warme Luft vom Mittelmeer und kalte Luft von der Nordsee vermischt und das Ganze drückt gegen die Alpen. Und je nachdem, wo das Tief da genau liegt, ist dann die Gefahr von Hochwasser groß. Na, mal schauen. Könnte auch Sommer werden für ein paar Tage, ne? Aber an so einem Wetter brauche ich, wenn ich zu Hause bin. Dann haben die Pflanzen genug Wasser und ich habe keine Sorgen. Das meistens ist es so, wenn man gerade den Augenblick. Mein guter Regen muss ich auch kein Auto fahren, ne? Auf der langen Strecke. Bisschen, ja, okay, aber die Entfernung 1000 Kilometer Regen. Das macht keinen Spaß. So. Jetzt haben wir eine Ladung. Du müsst große Anhänger haben, ne? Dreier oder Vierer, ne? Aber das fährt sich auch so schlecht. Ah, da muss ich echt mal so einen Outdoor-Kurs einfahren, ne? Oder die Punkte zumindest. Mal gucken. Schau mal. Das Silo kann hier auch weg. Den Mist muss ich hier entsorgen, ne? Verkaufen. Den Mist bei den Kühen muss ich verkaufen. Da muss ich auch noch um. Nächste Folge Mistverkauf. Ja, Winter mal verkaufen. Alles zu Geld machen.
Und wir kaufen auch da keinen Strom, wir machen Pellets. Das ist ja. Und später verkaufen wir Pellets. Wenn wir noch eine Meldung kriegen, hohe Nachfrage. Wehe nicht. So, einmal noch Heu. Das schaffen wir noch nicht, oder? Ja, doch. Zumindest versuchen wir es mal. So. Strohbelang geht mir natürlich schnell. Und zeitmäßig nicht so viel. Ja, jetzt ist eh zu Ende. So lange schauen ja ganz wenige. Ist leider so. Macht aber nichts, nicht so schlimm. Das ist 10 vor 6, jetzt haben wir uhrzeitmäßig. Achso, ja. 20 Uhr wollte ich bereit sein. Ja. Mal selber zuschauen, ne? Hat er schlank gemacht. Und sein Projekt mit der Wettbewerb hier. In 4 Inseln. Matchmap. Aha. Ja, ich glaube, ich werde alt. Vergesslich. Ich habe doch nicht hingekriegt mit Twitch. Twitch habe ich jetzt mein Profilbild schon mal aktiviert. Und das will ich erst probieren, wenn ich hier Zeit habe. Dann muss man zu sagen, ich muss ja mal hier es fertig machen. Ne? Sonst habe ich einen unnötigerweise Stress. Weil morgen würde ich alles hochladen eigentlich. Das heißt, heute Abend beginnen mit Bearbeiten. Gegen 20 Uhr so ungefähr. Abendbrot essen. Bleibt der Heu so stehen bei 100? Ah, jetzt geht's weniger. Ja. Wir haben das mal viel Heu geerntet, ne? Das war ja auch sehr trocken. Man normalerweise wächst halt überhaupt nicht dann, ne? Von der Trockenheit her, ne? Wenn es so trocken ist. Grasbaum im Regen, ne? So, aber das soll es auch für heute gewesen sein. Ist einmal schön Tank, schön. Schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Mal ciao ciao. Bis morgen, wenn ihr wollt. Ich bin da. Tschüss.